Erstes Programmieren mit Scratch ist das Thema dieses Videos. Wie du vielleicht weißt, ist ja App eine andere Bezeichnung für Computerprogramm. Du kennst ja App aus App Stores, Google Play Store und so weiter. Das heißt, das Erzeugen von Computerprogrammen, von Apps, ist die Aufgabe des Programmierens. Was ist jetzt ein Computerprogramm? Wir sind jetzt hier in diesem Scratch Online Editor. Und wenn ich hier dann Skripte, Befehle hier in diesen Skriptbereich hineinziehe, dann entsteht schon ein erstes Programm. Und ein Programm starte ich dann, in dem Fall bei Scratch, wenn ich auf Ereignisse gehe, hier diesen Befehl hineinziehe, wenn grüne Fahne angeklickt, und du erinnerst dich aus einem vorgehenden Video, wenn ich da draufklicke, dann beginnt dieses Video, dann beginnt dieses Programm. Ein Computerprogramm besteht aus lauter Befehlen, die dem Computer ganz genau sagen, was er tun soll. Also nicht wie in unserer Sprache, wenn man sagt, komm mal her, und dann kommt jemand zu uns, dann weiß der andere schon, wie weit er herkommen soll. Also nicht, dass er uns zum Beispiel gleich auf die Pelle rückt und uns dann zu nahe kommt. Da würde sich der Computer nicht auskennen. Wir Menschen wissen, was wir zu tun haben. Der Computer müsste mir das genau mitteilen, ist jetzt meine Botschaft damit. Ein anderer Ausdruck für das Programmieren ist auch Coden. Das heißt, wenn ich hier Befehle zusammenstelle, hier zum Beispiel nochmal einen weiteren Codeblock hereingebe in diesen Codebereich hier, drehe ich im Uhrzeigersinn um 15 Grad, dann ist das hier ein Befehl, ein Code, der entsteht. Ich code gerade, ich programmiere dann gerade. Jedes Programm, das ich hier mache, ist vergleichbar mit einem Kochrezept. Auch ein Kochrezept ist eine genaue Gebrauchsanleitung. Und eine genaue Gebrauchsanleitung, etwas zu machen, ist ein Algorithmus. Was ist jetzt ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist letztlich nichts anderes, als eine bestimmte Art und Weise, ein Problem zu lösen. Beim Kochen wäre das zum Beispiel, da eine Sache zu kochen. Das wäre dann hier diese Lösung für das Problem, dass ich etwas kochen möchte. Und hier wäre das die Lösung, ich möchte hier meine Katze, die Scratch-Katze, dann bewegen. Also die Hauptaufgabe im Programmieren ist die Lösung eines Algorithmus. Und damit der Computer das auch versteht, muss ich das ihm so mitteilen, dass er es versteht, mit Hilfe einer Programmiersprache. In einer Programmiersprache ist genau festgelegt, welche Befehle, Anweisungen es gibt. In dem Fall gibt es hier bei Scratch genau diese Arten von Befehlen, die ich hier in der Mitte habe. Also ich kann ihn bewegen, ich kann ihn zum Beispiel irgendwelche Töne von sich geben lassen. Ja, und das hier sind die Befehle und Anweisungen der Programmiersprache. Programmiersprache ist vergleichbar mit einer menschlichen Sprache, die ja auch aus Vokabeln besteht, die man spricht, und eben auch aus Befehlen, die dann der Computer in dem Fall dann versteht. Andere Beispiele für Programmiersprachen wären auch HTML und PHP. HTML und PHP sind Programmiersprachen, mit denen ich Webseiten programmieren kann. Wenn du also auf YouTube unterwegs bist oder auch auf vlan.at, meine Webseite, dann ist das eine Webseite, die aus einer Programmiersprache gebastelt wurde, gecodet wurde, weißt du jetzt schon, das heißt ja programmiert, mit den Programmiersprachen HTML und PHP. Eine Entwicklungsumgebung ist das hier, wie wir es hier bei Scratch auch haben, in der ich dann so einen Code erzeugen kann, in der ich dann die Befehle einfügen kann, indem ich dann eben hier das so zusammensetzen kann. Und Scratch ist in dem Fall beides. Es ist eine Programmiersprache, es ist eine bestimmte Art von Befehlen, und es ist auch eine Entwicklungsumgebung. Den Code füge ich also in diese Entwicklungsumgebung hier ein. Was kann ich hier mit Scratch machen? Ganz viele Dinge. Ich kann ihn da bestimmte Klänge abspielen lassen, wie zum Beispiel hier diese Katze, die ich gerade hier gestartet habe. Nur ein Tipp hier gleich bei Scratch, wenn du einen Doppelklick auf einen Befehl machst, und das reicht schon ein einfacher Klick, dann wird das Programm, also der Befehl in dem Fall, wird dann schon gestartet. Du musst also nicht immer hier auf diese grüne Fahne klicken und hier dieses Zeichen fügen. Wenn du einen einzelnen Befehl hier nimmst, kannst du dann schon so starten. Wenn ich die rechte Maustaste nehme, kann ich mir zum Beispiel die Hilfe anzeigen lassen, und die Hilfe wird bei Scratch 2 immer auf der rechten Seite hier eingeblendet. Und da werden dann die einzelnen Befehle dann erklärt. Wenn ich hier zum Beispiel zur Bewegung gehe, gehe 10er Schritt, dann blendet man sich ebenfalls die Erklärung ein, in dem Fall sogar diesmal in deutscher Sprache. Ja, und da alles einfach geht, richtet sich Scratch auch an Programmieranfänger. Scratch wurde ja, wie ich in einem anderen Video schon erwähnt habe, von Mitchell Resnick von der US-Universität, also eine Universität in den USA, MIT, das berühmte, für Computer im Bereich auch sehr berühmte Massachusetts Institute of Technology entwickelt. Und Scratch ist bekanntermaßen ja kostenlos eben herunterladbar. Ja, ich stelle also hier einen Algorithmus zusammen, ich löse hier ein bestimmtes Problem, indem ich die Befehle hier dann verwende. Und deswegen ist auch ein Scratch-Programm eher mit einem Kochrezept vergleichbar, wo ich genau weiß, was ich tue, als mit einem Märchen,
wo nicht ganz so klar ist, was sich da immer alles dann abspielt. Ich, hier auf der Bühne bewegt sich hier diese Scratch-Katze oder auch andere Figuren. Ich habe das schon einmal gezeigt. Ich kann zum Beispiel einen Ball hier einfügen. Ja, dann ist es ebenfalls ein Objekt. Bei Scratch nennt man das auch eine Figur. Ich kann hier hin und her schalten und kann hier für jeden dieser Figuren, da habe ich schon etwas festgelegt, nämlich Befehle, kann ich auch andere Befehle festlegen. Und das geht in dem Fall hier dann, ist die Bühne, da ist die Figurenliste und auf der rechten Seite, wo ich die Befehle einfüge, ist der sogenannte Codebereich oder Skriptbereich. Diese Befehle, diese Skripts, werden auch Blöcke, Codeblöcke genannt. Ja. Und hier gibt es mehrere Registerkarten, mehrere Bereiche, wo ich verschiedene Arten von Befehlen dann einfügen kann. Hier rum lege ich den Dateinamen fest. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier hinschreiben, zweites Programm. Dann gibt es natürlich noch andere Menüs. Ich kann hier etwas herunterladen vom Computer, heraufladen, wenn ich schon abgespeichert habe. Könnte hier zum Beispiel mir Tipps anzeigen lassen. Dann geht auf der rechten Seite wieder dieses Fenster auf, wie du es aus dem ersten Video schon kennst. Ich habe dann hier Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie ich bestimmte Dinge dann programmieren kann. Hier wird dann alles Mögliche mir erklärt. Das kann ich dann Schritt für Schritt dann machen. Ja, dann habe ich eben hier dieses grüne Fähnchen, das alles startet lässt, das Programm starten lässt. Wenn ich eben dann hier auf Wenn angeklickt festgelegt habe, hier kann ich ein Programm dann wieder stoppen. Rechten Seite hierher gehen und mir dann zum Beispiel zum Bereich der Steuerung gehen. Und hier sind wir beim Bereich, das ist beim Programmieren ganz wichtig, sind die sogenannten Schleifen. Ich zeige das jetzt hier mal. Wenn ich das hier einfüge und wenn ich hier etwas hineingebe, einfachste Möglichkeit wäre zum Beispiel einen Schritt gehen zu lassen. Gehen wir da hinein, machen wir einen 5er Schritt. Dann würde das Programm, wenn es gestartet wird, ziehe ich das mal nochmal hier weg, das ist mit der linken Maustaste, würde in dem Fall hier, wenn dann hier dieses grüne Fähnchen gedrückt wird, würde in einer Schleife, nennt man das, 10-mal hier das, was da drinnen steht, dann ausgeführt werden. Also geht 10-mal 5 Schritte, also insgesamt 50 Schritte. Wenn ich jetzt hierher gehe, würde dann der Ball sich dann bewegen. Ja, für mich kaum merkbar. Damit ich es besser merke, könnte ich jetzt zum Beispiel hierher gehen, auf Steuerung, könnte hier zum Beispiel einen Warten einfügen. Also er wartet immer, bevor er dann wiederum die nächsten 5er Schritte macht. Schauen wir uns das einmal an. Ja. Siehst, dass er langsam voranschreitet, wartet immer eine Sekunde und dann geht er immer erst 5 Schritte. Das ist eine sogenannte Schleife. Eine weitere Möglichkeit, hier ist das Programm ausgelaufen, ist eine sogenannte Endlosschleife. Das ist hier mit Wiederhole fortlaufend. Nehme ich das einmal jetzt hier weg. Und dann würde das, was da drinnen steht, würde er ständig dann praktisch machen. Wenn ich jetzt hierher gehe, habe ich hier zum Beispiel dieses eine Kostüm. Ich habe hier diese Figur ausgewählt und ich könnte jetzt hierher gehen und könnte zum Beispiel noch ein weiteres Kostüm dazu malen. Könnte jetzt hierher gehen, könnte dann hier einen Kreis machen, könnte mir eine Farbe aussuchen. Was möchte ich jetzt da machen? Möchte ich irgendwas malen? Malhöhen etwas, das wäre das eine. Nichts, ich bin da nicht sehr künstlerisch unterwegs gerade momentan. Dann gehe ich daher und mache ein weiteres Fenster auf, in dem Fall, also ein weiteres Kostüm mache ich jetzt hier. Ja, es geht eher darum, dass ich was zeige. Sieht, hier habe ich ein paar rote Striche gemacht, hier ein paar violette und hier habe ich den Baseball. Und wenn ich jetzt hier wieder zu den Skripten gehe, zum Programm gehe, hier habe ich den Baseball, kann ich hier dann hergehen und kann sagen, wechsle zu, nehmen wir mal nächstes Kostüm, denn das, was ich hier oben gemacht habe, sind jeweils unterschiedliche Kostüme und ich fange hier mit dem Kostüm an und dann geht er weiter und wechselt zum nächsten Kostüm und du kannst dich erinnern, es wäre geschickt jetzt hier einen Wartebefehl einzubauen, das heißt er wartet immer eine Sekunde und er macht das dann wirklich dauernd, deswegen steht die Wiederhole fortlaufend, bis er zum nächsten Kostüm geht. Jetzt daher und du siehst, ständig wird das Kostüm gewechselt, immer im Abstand von einer Sekunde. Das ist also eine Endlosschleife. Und das hier ist eine normale Schleife, wo man eine bestimmte Anzahl angibt, etwas dann zu machen. Ich unterbreche mal das Programm, es würde ja jetzt unendlich weiterlaufen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit. Jetzt weißt du, was man an und für sich unter Programmieren versteht, was Coden ist, was eine Programmierumgebung ist, was ein Editor ist.
Und im nächsten Video schauen wir uns dann an, was Schleifen sind.